Ja, wieder mal herzlich willkommen vom Zentrum für Yoga mit einer neuen Folge des Mahabharata. Das Würfelspiel wird nun bald beginnen und die Kauravas schicken Vidura zu Yudhishthira, um ihn zu holen zu diesem Würfelspiel. Und Vidura, der natürlich den Pandavas gut gesinnt war nicht so begeistert, aber er folgte eben dem König Dhritarashtra und ging zu Yudhishthira und überbrachte ihm diese Nachricht. Und natürlich, wie das ist, wenn Könige herausgefordert werden, dann kneifen sie nicht. Und so kam Yudhishthira nach Hastinapura und das Würfelspiel begann. Und er fragte Duryodhana: Wer spielt mit mir und wer setzt das Geld, den Reichtum? Und Duryodhana antwortete: Ich setze den Reichtum in diesem Spiel und Shakuni wird für mich spielen. Und Shakuni, natürlich ein guter Betrüger, spielte nun gegen Yudhishthira und gewann Schritt für Schritt, Stück für Stück immer mehr vom Reichtum Yudhishthiras. Der hatte natürlich jede Menge und so ging es klein los mit ein paar Edelsteinen vielleicht und Münzen und Geld. Und dann wurde immer wieder mehr gesetzt und jedes Mal spielte Shakuni falsch, wusste schon im Vorfeld, was passieren würde mit den Würfeln. Und so rief er immer wieder: Sieh, ich habe gewonnen mit jedem Wurf. Und Yudhishthira verspielte immer mehr und mehr sein Reichtum. Und als nichts mehr übrig war, fragte Shakuni: Und was setzt du jetzt? Und dann setzte Yudhishthira Nakula, den jüngsten Sohn der Madri. Und Shakuni würfelte und sagte: Sieh, ich habe gewonnen. Dann verlor Yudhishthira noch Sahadeva und dann ging es weiter. Shakuni fragte: Was setzt du jetzt? Wirst du wohl jetzt Arjuna und Bhima setzen? Und so kam es auch. Und Yudhishthira verlor auch seine Brüder Bhima und Arjuna. Dann setzte er sich selbst, verlor auch sich selbst. Und Shakuni immer wieder: Sieh, ich habe gewonnen. Und als er sich selbst verspielt hatte, fragte Shakuni wieder: Und nun, wirst du nun auch deine Gattin Draupadi setzen? Und so kam es auch. Yudhishthira setzte Draupadi als Einsatz und Shakuni würfelte wieder, sprach: Sieh, ich habe gewonnen. Und so hat Yudhishthira alles verloren, was er besitzt. Seine Brüder, sich selbst, sein Reichtum und seine Gattin Draupadi. Und nun wollte man Draupadi holen und man schickte einen Diener. Dieser überbrachte Draupadi die Nachricht und sagte, und sie sagte: Ja, hat mich Yudhishthira verloren? Hat er zuerst sich selbst verloren und dann mich oder erst mich und dann sich selbst? Denn wenn es andersrum wäre, wenn er sich selbst erst verloren hätte, dann wäre er nicht mehr mein Herr und somit könnte er mich gar nicht setzen. Aber Duryodhana war das egal. Als er das erfuhr von dem Diener, schickte wieder ein Diener hin, er sollte Draupadi holen. Sie sagte wieder: Fragt alle Menschen, wie es genau war. Und dann wurde es Duryodhana zu bunt und er schickte Dushasana, seinen Bruder: Hol sie her, egal was ist, zerr sie an den Haaren herbei. Und das tat Dushasana dann auch, zerrte die Draupadi, die auch ihre Periode hatte, herbei und zerrte sie vor alle Anwesenden. Und da Duryodhana nicht ganz richtig im Kopf war, sagte er sie: Entkleide nun, ziehe auch das letzte Kleid aus, denn nichts gehört ihr mehr.
Und dann versuchte Dushasana, das Kleid von Draupadi oder das Tuch wegzuziehen, und diese betete an Krishna, also Vishnu: Beschütze mich, beschütze mich, du bist der Herr aller Geschöpfe, aller Wesen, der ganzen Welt. Und Krishna beschützte sie auch, indem er immer wieder, als das eine Tuch weggezogen wurde, ein neues um sie wand. Und so zerrte Dushasana ständig das Tuch weg, aber es kam immer ein neues, und irgendwann gab er entnervt auf. Ja, das war das Würfelspiel, das erste. Es gibt noch ein zweites. Und man sieht, wenn die Unwissenheit den Menschen übermannt, die Gier, dann geht die ganze Tugend und Moral der Menschen verloren. Und so sage ich wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen, gerne bis zum nächsten Video und ciao, ciao.